Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie lange die Strecken sind, die die Bewohnerinnen und auch Bewohner der Schweiz täglich zurücklegen? Zu welchen Zwecken bewegen sich die Menschen fort? Und welche Verkehrsmittel benutzen sie dabei? Dank der Erhebung zur Mobilität der Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz ist es möglich, all diese Fragen zu beantworten. Der Mikrozensus Mobilität und Verkehr wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Raumentwicklung durchgeführt und wird seit 1974 alle 5 Jahre veröffentlicht. Die Wohnbevölkerung legt rund 43% der Inlanddistanzen im Rahmen der Freizeit zurück. Diese blieb damit der mit Abstand wichtigste Mobilitätszweck, gefolgt von der Arbeit mit einem Anteil von 28%. Insgesamt wurden in unserem Land pro Person und Tag 30 Kilometer zurückgelegt. Dieser Wert hat erstmals seit Beginn des modernen Mikrozensus-Erhebungsreihe im Jahr 1994 abgenommen. Und zwar deutlich. Im Vergleich zu 2015 wurden 2021 pro Person und Tag 6,8 Kilometer weniger zurückgelegt. Und selbst im Vergleich zu 1994 ergibt sich noch ein Rückgang um 1,3 Kilometer. Der Grund für diesen Rückgang ist sicherlich die Covid-Pandemie. Das einzige Verkehrsmittel, das 2021 trotz Pandemie stärker genutzt wurde als 2015, ist das E-Bike. Mittlerweile besitzt jeder 5. Haushalt in der Schweiz mindestens eines dieser Fortbewegungsmittel. Dies sind rund 3-mal mehr Haushalte, als es 2015 während dem gleichen Zeitraum des Besitz von normalen Fahrrädern zurückgegangen ist. Wollen Sie mehr darüber erfahren? Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema.